guten morgen heute auf der uhr silber das kabel also britisches pfund us dollar nach der Notenbanksitzung in großbritannien auch wieder am steigen und britisches pfund schweizer franken das für heute auf der uhr das konnte man schon lesen im aktuellen blog eintrag von tickmes tägliche trading ideen im wunschmarkt habe ich auch schon gesehen und zwar wird gewünscht das währungspaar Australdollar, japanischer Yen. Noch ein ganz kleiner Hinweis zu den Kommentaren. Ich bin so ein bisschen am Basteln, wie wir die Kommentare hier reinbekommen. Facebook hat ein bisschen was umgestellt, hat die Kommentarfunktion geändert. Da gibt es Einstellungen, wo man beispielsweise die Kommentare erst ab 100 Zeichen sieht. Ich habe heute mal eine andere ähm, Einstellung ausprobiert, weil die meisten schreiben weniger als 100 Zeichen von der Seite her. Wäre es nett, einfach mal ein paar Hallos zu machen oder ein paar Daumen hoch, dass ich sehe, dass man Bild und Ton. Gut gut verstehen kann, das wäre eine feine Geste an dieser Stelle. Ansonsten, wie schon gesagt, wie jeden Morgen, danke fürs Live-Zuschauen. Ich hoffe, es sind wieder ein paar schöne Ideen dabei und auch hier Grüße an die Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, auf dem Zoom-Kanal. Ich hoffe, auch da passt alles. Gerne auch mal kurzes Hallo zurück, damit ich weiß, dass es läuft, läuft. Tausend Dank, freut mich sehr. Gut, lasst uns hier schauen. Das Ganze sehen wir heute. Ich sehe schon witzigerweise. Jetzt kommen die Kommentare auf Facebook schon per Privatnachrichten. Da sehe ich sie wenigstens. Danke dafür. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwann mit Facebook wieder hin. Den Dau schauen wir uns heute auch an. Es ist irre, was an den US-Märkten los ist. Ja, das ist der blanke Wahnsinn. Corona brennt die Bude ab in den USA und die Indizes stehen auf allzeit hoch. Die Arbeitslosenzahlen gestern waren nicht die besten. Also ich sage, Leute, holla die Weltfee. Das ist die Modern Money. Die sich hier momentan echt durchsetzt. Also, pff, hulala, echt irre hier an dieser Stelle. Also, lasst uns reinschauen in die Märkte. Zuvor allerdings. Bitte den Risikohinweis in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Damit haben wir das und da geht es dann direkt auch zu den Nachrichten. Ich hatte es schon gesagt, Zinsentscheid der Bank of England ist durch. Ähm, das Sitzungsprotokoll ebenfalls. Das Ganze haben wir dann da. Jetzt spricht prinzipiell gerade jetzt aktuell, wo wir sprechen, spricht der Bank of ähm, England Governor ba äh, Bailey. Der hat ja einiges zu sagen. Das könnte durchaus äh, sehr, sehr interessant für die Bewegung hier auch im britisch Pfund US-Dollar sein. Also all diejenigen, die hier auch Positionen noch im Blick mit haben, bitte hinschauen. Das Ganze muss man immer so ein bisschen auf der Uhr mit haben. Ähm, Oft ändert sich nichts am Gesamtbild. Manchmal hat man aber ziemlich gravierende Auswirkungen. Also man muss schauen, was da kommt. Es bleibt auf alle Fälle spannend. Wir haben den Ausbruch aus einer bärischen, äh, bullischen Flagge gestern gehabt. Das schauen wir uns allerdings direkt auch an. Also das dazu. Wir haben bekommen sehr gute Nachrichten aus der deutschen Industrie hier den Auftragseingang für den Monat Juni. Hier sehen wir es. Ein Plus von 27,9. Das sind mal sehr sehr schöne Zahlen. Das zeigt, dass mit Besserung der ganzen Lage auch die Wirtschaft langsam wieder anspringt. Das sind die guten Zeichen. Das ist die Hoffnung, die der Markt gerade auch spielt, wenn das Ganze vorbeigeht, dass die Wirtschaft sich auch wieder flott erholen kann und man Richtung Alterstände gehen kann. Das zeigen uns die Zahlen. Und wenn die Zahlen liefern, dann sieht der Markt, er hat Recht und dann sind gute Karten geschrieben, wie es weitergeht. Ich hatte übrigens gestern eine kleine Diskussion äh, mit einem anderen Trader, der sagte sich, Mensch, Mike, sag mal, wie siehst denn du das hier? Der DAX, der steigt ja. Wenn dann tatsächlich ein Corona-Impfstoff kommt, da hat er gelesen, soll der DAX nächstes Jahr auf über 16.000 Punkte steigen. Ich sage, yep, das kann sein, kann aber auch genauso gut andersrum kommen, ähm, wo man jetzt das Gerücht kauft und wenn der Impfstoff dann tatsächlich da ist, ähm, die Nachricht verkauft. Das kann auch kommen. Also, das ist noch weit, weit weg. Bis dahin feiern wir einfach das an den Märkten, was es zu feiern gibt und machen das Beste draus. Dafür sehen wir hier auch jeden Morgen rein. Was bekommen wir heute noch? Ähm, vom Prinzip her aus, den aus der britischen Ecke kommen heute ein paar wichtige Nachrichten. Wir kriegen um 10.30 Uhr den Einkaufsmanager-Index für das Baugewerbe. Dann spricht nochmal Bank of England Governor ähm, Bailey um 13.30 Uhr und um 14.30 Uhr bekommen wir die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und bitte nicht vergessen, morgen gibt es die Non-Farm-Payrolls, auch das ein wichtiges Ereignis in den USA. Und die Zahlen, die wir gestern bekommen haben, die waren oder sind oft auch ein, ein, ein gewisser Vorlauf für das, was bei den Non-Farm-Payrolls auf uns wartet. Also wir müssen wirklich mal schauen. Und dann müssen wir eins auch noch beachten, ähm, die Diskussionen über die Hilfsverlängerung. Ich habe zumindest noch nichts darüber gelesen, äh, ob das mittlerweile auch schon entschieden ist. Also mein Wissensstandberg gestern Abend ist der, dass wir hier noch keine Entscheidung haben, inwiefern das ganze Arbeitslosengeld, also die Unterstützung, ähm, weiter verlängert werden, in welchem Rahmen auch. Ähm, da gibt es ja Streitigkeiten in den USA und solange wie das Ding auch noch nicht vom Tisch ist, hat das auch eine gewisse Sprengkraft. Also es ist sehr, sehr, sehr wichtig, was hier jetzt gemacht wird, die richtigen Weichenstellungen und das wird dann Einfluss auch auf die Bewegung an den Märkten haben. Das schauen wir uns nachher im Dau auch noch einmal an. Gut, hätten wir das und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit dem Blick in die Charts und wir sehen es, oh ja. <laughs> man sieht, meine kleine Überraschung gerade, ähm, ich bin selber in den Trade gestern reingegangen aus dem Ausbruch, aus der Flagge, der kam gestern intraday schon, ähm, aber für all diejenigen, die hier zuschauen, wir haben das Potenzial zur Oberseite, tatsächlich da, ja, jetzt hier der Chart mit Blick in das Währungspaar, hier britischer Pfund. US-Dollar, da mache ich den Bildschirm gleich mal noch groß. Hier haben wir es, da. Die Party ist ja schon am vollen Gange. Ne? Das erste initiale Setup, das haben wir ja hier unten gekriegt. Da hatten wir auch drüber gesprochen. Da ist die Party schon eine ganze Weile am Laufen und hier die nächste Situation quasi auch zum Pyramidieren. Wer übrigens nicht weiß, wie sowas funktioniert, was das ist oder wie man diese Strategien sinnvoll umsetzen kann, einfach mal auf der Uhr halten. 26. 27. September. Da macht der Martin Görsch und ich ein Seminar in Dortmund, wo wir auch über genau solche Dinge sprechen, wie man das plant, wie man Risiken streut, beziehungsweise den Fokus der Trades auf die Situationen legt, wo wirklich auch Musik drinnen ist. All das sind die Themen und das, was ich hier mache, sind ja nur die Analysen, wo man das restliche Wissen braucht. Also wer daran interessiert ist, einfach anmelden und dann geht das Ganze los und unsere Kunden hier von Tickmill bekommen auch noch einen Diskont von 10%. Aber da genug der Werbung, ich war nur einfach happy, weil ich das gesehen habe, wie gut das Ganze wieder funktioniert. Wir sind am Steigen. Wir gucken uns den Chart mal ganz kurz an. Ich hatte es ja gerade eingeblendet hier, higher time frame, also das, was übergeordnet läuft. Der Wochenchart ist ganz klar aufwärts gerichtet, wenn wir uns mal kurz den Tageschart anschauen wollen, da sehen wir es auch hier, den Trend Bewegung, Korrektur, Bewegung, das ist der Bewegungsarm und dieser Bewegungsarm, der hat sozusagen hier oben in Form einer Flagge korrigiert, ist gestern ausgebrochen und setzt sich jetzt nach oben fort. Bevor ich jetzt in die kleineren Zeiteinheiten gehe, möchte ich kurz das Potenzial, aber auch das Risiko auf der Oberseite noch mal ganz kurz zeigen und zwar mit dem Rafa zusammen sehen wir nämlich, dass die Verortung, wo wir jetzt sind, keine einfache ist. Aber wir haben natürlich auch eine Riesenchance, weil schaut euch das mal an, was hier unten gewesen ist. Diese Marke hier unten um die 1,28, grob über den Daumen rum, das war ja auch ein ziemlich starkes Verkauflevel. Da hat sich der Markt hier einmal einen Kopf gestoßen, ist ziemlich nach unten gegangen und im zweiten Versuch hat das dann nach oben gewuppt. Das kann hier oben auch passieren. Das ist das Risiko, was da oben steht. Die Chance allerdings, auf dieser Seite haben wir auch, springt der Markt tatsächlich rüber, schafft das Momentum, den Schub nach oben hier, die 1,32 rauszunehmen. Dann haben wir gute Chancen auf weitere Anstiege. Und schaut mal auf die Oberseite drauf. Hier oben im kleinen Bereich haben wir hier noch einen Zacker. Hier aus, dem ersten, aus der ersten Gegenbewegung zum starken Rücksetzer. Um die 1,32,8 liegen. Und wenn auch das rausgenommen wird, schaut hier oben. 1,35 sind durchaus drin, weil hier ist nicht wirklich was zum Aufhalten dazwischen. Und das ist wirklich. Ein sehr, sehr schönes Level, wo man gut und gerne auch mal zugreifen kann, hier den Trade nach oben zu gehen, sozusagen die Trendfortsetzung zu traden. Und diejenigen, die das Ganze gerne etwas kleiner sehen wollen, hier sehen wir es nochmal. Ich habe es euch nochmal eingezeichnet. Schaut mal hier, das ist der größere Zeitrahmen hier, wie der Markt schön nach oben getrendet ist. Und das, was wir hier oben sehen, das ist sozusagen die Flagge. Das ist immer so ein bisschen verschoben hier. Also, ich bin nicht ähm, zu, zu, zu unbegabt, das zu zeichnen, aber das verschiebt sich. Manchmal so ein bisschen und hier kam es gestern sozusagen zum Ausbruch aus der Flagge sozusagen raus. Wie haben wir hier gehabt, die Flagge? Das ist ein bullisches Zeichen. Und jetzt schaut euch mal an, was hier passiert. Der Trend hat sich sozusagen untergeordnet auch gebildet. Das heißt, es gab nicht nur den Move nach oben, sondern noch die kleine Gegenbewegung und dann den Schub. Das heißt, diese bullische Flagge, wie wir sie hier sehen, ist auch sehr, sehr schön im 4-Stunden-Chart erkennbar. Und das ist das Schöne, wer sich das Ganze auch anschaut, kann das in seinen Zeit einer reinnehmen. und wie ich schon gesagt, wenn wir jetzt hier am Hochkaufdruck reinbekommen, dann sieht man das sehr gut auch in den Trends der 15 Minuten beispielsweise. Ja, wenn man das mal uns anschauen wollen hier, da kam der Ausbruch oben raus, dann hat er angefangen sich auszusuchen und dann ist er schön nach oben getrendet. Und hier sehen wir es jetzt halt. Und wenn sich dieser Trend fortsetzt, haben wir wirklich richtig gute Chancen zur Oberseite raufzulaufen. Nach unten kann es natürlich passieren, dass der Markt noch mal durchatmet und hier das Ausbruchslevel um die 130, 54, 55 Nochmal antestet. Das kann passieren, das muss man sehen. Wenn es ein kompletter Fehlausbruch wird, ja, dann haben wir natürlich die Unterseite da. Da gucken wir jetzt nochmal in den 4-Stunden-Chart rein. Da sehen wir es hier an dieser Stelle, was wir erst einmal an Anlaufpunkten haben. Das wäre dieser kleine Drehbereich hier unten, wie schon gesagt, um den Ausbruch, beziehungsweise dann das Zwischentief um die 1,29,8 in etwa hier unten am Low dieser, sage ich mal, Flaggenformation, wie wir sie hier haben. Das mit Blick auf das Währungspaar britischer Pfund. US-Dollar, wir bleiben noch beim britischen Pfund. Und zwar schauen wir jetzt auf britischer Pfund, Schweizer Franken. Das war übrigens gestern auch eine Frage, äh, die ich hier nicht sehen konnte. und Ich sehe übrigens momentan auch keine äh, Fragen angezeigt hier an dieser Stelle. Wartet mal, ich blicke mal kurz, fragen, ob ich die woanders angezeigt bekomme. Aber... Nee, keine Fragen da. Also, ich sehe momentan immer noch keine Fragen. Also, ich weiß nicht, was sich Facebook hier gedacht hat, dass wir die Kommentare einfach nicht mehr sehen können. Ähm, das ist ein bisschen schwierig. Aber gut, ich kann das jetzt ad hoc. Nicht rausnehmen, ähm, bitte trotzdem weiter posten, wenn ich wichtige Sachen sehe, da gehe ich dann im Nachgang gerne auch noch mit ein. Wir blicken jetzt auf britisches Fund Schweizer Franken. Zoom übrigens sehe ich, ja. Also wer da eine Frage hat, einfach rein. Äh, die Fragen, die kann ich natürlich auch direkt hier beantworten. Britischer Fund Schweizer Franken, da schauen wir erst einmal hier in den. Ja, wir haben jetzt hier den 4-Stunden-Chart. Der gefällt mir richtig gut. Das Muster, was ich hier sehe, das sieht schön aus. Aus der Korrektur raus. Herrlich. Aber wir müssen erstmal ganz kurz hier in den Tageschart reinschauen. Ich äh, zoome den mal kurz ein bisschen näher ran. Äh, warum ist es wichtig, in den Tag zu schauen? Äh, ganz klar, wir sind hier weiterhin gefangen in der Range. Ne? Oben Deckel drauf über den Daumen 1,22, unten der Boden ganz grob 1,17 rum. Ne? Es gab einen, einen kleinen Zucker unten raus, der wurde aber gleich wieder aufgekauft und jetzt sind wir hier im Median. Was mich allerdings hier positiv stimmt für eine mögliche Trendfortsetzung nach oben hin, ist die Tatsache, dass der untergeordnete Aufwärtstrend hier weiterhin intakt ist, dass wir in einem schönen Support-Level um die Marke von 1,19 immer wieder Käufer finden. Das ist ein positives Zeichen. Und wir haben jetzt die Chance, im kleinen Bereich erst einmal wenigstens hier zum Trend hoch bei 1,2035 äh, zu laufen und darüber hinaus dann die Trend- bzw. die Range-Oberseite anzulaufen. Das ist durchaus die Chance, die wir haben. Und wir haben es ja gesagt, Sehen im Vorfeld bis jetzt in der Range ist er immer von oben nach unten und von unten nach oben gelaufen. Wenn sich das Verhalten nicht ändert, haben wir gute Chancen weiter hoch zu gehen. Die Frage ist nur: Muss man erstmal so hoch traden oder kann man jetzt mit besseren Setups günstiger reinkommen? Und da ist es wichtig, mal auf die vier Stunden zu schauen. Und wir sehen es: Ich habe es ja gerade gesagt im vier Stunden Chart welche Level äh, da immer wieder interessant sind und dieses Kauflevel hier um die 1,19 hat uns gezeigt hier kommen die Käufer rein und wenn wir uns das Ganze jetzt mal rum äh, etwas näher ranzoomen dann sehen wir auch was mich äh, ich mal für die Longseite so interessiert macht ist die Tatsache dass hier über diesem Zwischenhoch das ist die 1,1956 das ist ein Kaufbereich hier oben der ist jetzt reingenommen worden wir sehen es hier ist auch schon wieder grün markiert die ganze Geschichte da haben wir jetzt aus technischer Sicht einen Gegentrend und das ist jetzt eine richtig gute Chance. Setzt sich der Markt nach oben hin fort, haben wir gute Karten hoch, erst einmal zum Trend hochzulaufen. Wir haben ein schönes Absicherungslevel. Ja, also das ist mal, wenn wir tatsächlich zur Trendfortsetzung kommen und uns hier unten absichern, locker in 1 zu 1 vom CRV, das ist nicht das Schlechteste, auch nicht das Beste, ganz klar. Es gibt schönere CRVs, aber es ist auf alle Fälle mal eine Chance auf dieses kleinere. Wenn man dann allerdings das größere Bild noch mit annimmt, das heißt, wie ich auch gesagt habe, die Chance tatsächlich oben rein zu laufen, die ist ja da und da sieht das CRV dann ganz ganz anders aus. Ne? Also wenn wir hier tatsächlich jetzt weiter steigen über die 1,19,56 drüber, ist der nächste Anlaufpunkt mal hier dieses kleine Zwischenhoch durch die untergeordneten Trendverläufe um die 1,20,15, dann das Trendhoch bei 1,20,35 und dann dann, liebe Leute, dann ist es interessant. Schaut mal hier, da oben wäre der nächste Punkt, die 1.21.3. Und dann können wir uns schon hier oben in diesen Verkaufsbereich reinsetzen, um die 1.22. Schöne, schöne trendige Geschichte. Wenn der Markt so bleibt, wie er ist, haben wir Chancen, tatsächlich die Oberseite anzulaufen. Umgekehrt. Wenn wir abprallen, müssen wir uns die Unterseite anschauen. Wie schon gesagt, da muss man immer schauen, ob das tatsächlich jetzt schon opportun wird. Aber die Unterseite müssen wir mit reinnehmen für die Tradeplanung. Dann nämlich, wenn wir es nicht schaffen, oben rauf zu laufen, sondern direkt von hier irgendwo abzudrehen und diesen Unterstützungsbereich tatsächlich um die 1,19 abzuverkaufen. Dann dreht sich das Bild wieder komplett rum und dann macht es Sinn, die Gedanken zur Unterseite zu sehen. Also wenn wir sehen, der Markt dreht dann komplett ab zur Unterseite, dann müssen wir schauen, was an Potenzialen auch da sind, weil dann heißt es halt, wir drehen vom Median der Range nach unten und das ist dann eher das bärische Bild. Und das passt dann übrigens auch zu diesem blau markierten hier, als der Markt sozusagen hier die große übergeordnete Richtung wieder in den Abwärtsschub reingenommen hat. Dann müssen wir die Seite unten auf der Uhr haben. Wie schon gesagt, noch ist es nicht so weit, aber wir haben auch für die Planung zur Unterseite jetzt schon Anlaufpunkte im kleineren hier mal die Zwischentiefs um die 1,184 und 1,18, das sind mal Marker unten drunter. Nur erstmal schauen, ob es denn überhaupt so weit kommt. Na, wir sehen es ja hier, das Verkaufssignal, was wir auf Tageschartbasis bekommen haben, hier, ähm, das ist nicht ausgelöst worden. Der Support hier um die 1,19 ist stark genug und damit haben wir die Chancen, das Ganze nach oben weiter wegzuschieben. Und damit wechseln wir in die Rohstoffe. Rohstoffe heute in Form von Silber. Gestern hatten wir ja Gold, Leute, guckt euch Gold an. Pff. Ey, da fehlen einem echt die Worte irre, der Wahnsinn, was da los ist. So, und jetzt bitte festhalten, wir schauen jetzt auf Silber. Das, was wir gerade im Gold gesehen haben, war der Tageschart. Das, was wir hier im Silber sehen, ist der Wochen, nein, Monatschart. Ja? Bitte mich jetzt nicht verrückt erklären, warum ich hier im aktiven Trading uns einen Monatschart auf die Uhr lege. Das ist wichtig. Wir sehen hier Potenzial. Ja, wenn wir uns den Tageschart mal mal anschauen wollen, ähm, da ist Ebbe. Ja, da kriegen wir hier überhaupt nicht die Historie rein, die wir brauchen, weit genug nach hinten zu schauen. Das, das ist so lang her. Das heißt, deswegen ist der Wochen-, der Monatschat hier wichtig, weil wir sprechen hier. Über einen Zeitraum aus dem Jahre 2001. Das hier drüben ist 2001, Leute. Das heißt, wir stehen momentan so hoch wie seit 2001 nicht mehr. Und das gibt uns jetzt die Chance, eine ordentlich saubere Oberseite zu erwischen. Schaut euch das mal an. Wir kämpfen im Silber momentan hier um die 27,40. Das ist dieses große starke Verkaufslevel hier. Das wurde hier nach unten geschoben. Hier schiebt der Markt momentan rein. Und wenn wir hier die Käuferseite weiter oben bleiben, wird aus diesem Widerstand eine Unterstützung. Und schaut euch an: Wir haben dann tatsächlich Luft nach oben bis 35 US-Dollar für die Feinunze. Das ist wirklich. Eine, eine, eine hervorragende Situation, wenn der Markt diese Übertreibung weiter schiebt. Warum ist das eine Übertreibung? Weil wir einfach hier so wie eine Rakete hochgehen. Ja, das ist einfach irre. Da fließt so viel Geld in den Markt. Das ist unglaublich. Und da kann man natürlich auch immer wieder die ein oder andere Trading-Chance suchen. Wo liegen die? Wer sich da orientieren möchte, einfach hier mal auf die Monatshochs zum Beispiel schauen. Jetzt gehen wir mal kurz in den Wochenchart runter. Ähm, da, da sehen wir auch hier nur Rakete nach oben, aber was wir hier sehen ist, wir sehen hier im Monatschart auch immer mal Rücksätze. Ne? Die sind hier natürlich sehr viel weiter gefasst, aber das gibt uns so ein bisschen die Chance, ähm, mögliche Rücksätze als Ziellevel auch auszufinden, wo man reingehen kann. Aus jetziger Sicht wäre das letzte Kauflevel hier, um die Marke von 1,24 zu sehen. Auch das weit weg, das ist geschuldet der extrem hohen Volatilität. Ja, wenn man sich mal die ATR hier aktuell angeht, die geht voll durch die Decke. Das ist natürlich immer so ein bisschen das Risiko. Aber das ist interessant. Hier ist Bewegung drinnen und das ist ja das Schöne, was man auch im kurzfristigen Trading nutzen kann. Also langfristig, wenn wir tatsächlich über diesen Widerstand um die, äh, um die 27,40 nachhaltig drüber gehen, ist viel Raum nach oben, also als Swing Richtung 35 charttechnisch durchaus drin. Das hängt auch alles ein bisschen mit der Notenbankpolitik zusammen und auch mit der momentanen Dollarschwäche. Gold und Silber werden ja in Dollar bezahlt, und wenn der Dollar weniger wert wird, wollen die Gold- und Silberverkäufer natürlich den gleichen Gegenwert haben, und deswegen steigen hier auch die Preise. Also, das spielt alles eine Rolle hier in dieser Situation. Das ist das. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Tageschart anschauen, dann sehen wir, was ich meine. Hier haben wir schon ein paar leichte Schwünge drinnen. Also, je kleiner man wird, je besser sieht man diese Schwünge in diesen starken dynamischen Bewegungen. Ja? Und wenn wir uns hier mal den Schub der letzten drei Tage anschauen, da sehen wir auch die Schwünge unten rein. Ja? Und der kurzfristige Trader, der kann sich jetzt sagen: Okay, ich orientiere mich jetzt einfach mal beispielsweise hier am Vortagestief. Und wenn wir uns diese Kerzen mal kurz anschauen und hier sozusagen die untergeordneten Trendverläufe einordnen, dann sehe ich halt, hier gab es eine Korrektur und das schauen wir uns mal kurz in der Stunde an und da sehen wir es schön. Schaut mal hier unten, das ist die, Einz äh, das ist die Marke von 24 US-Dollar. Die haben wir gerade auch in den größeren Zeiteinheiten gesehen und hier sehen wir schön den Kaufbereich und hier sozusagen dieses Schwunglevel, was wir haben. Und hier sehen wir halt das Tagestief von gestern, war ein Schwunglevel hier, das war das kurze Inhalten vor Trendfortsetzung. Wenn es also einen Rücksetzer gibt, haben wir hier jetzt kurzfristig schon mal drei Anlaufmarker da, die wir annehmen können. Das heißt, es wäre zum ersten Mal hier der Ausbruchsbereich oben um die 27, knapp 14. Dann haben wir hier das kleine Zwischentief beim Verharren unter diesem Ausbruchslevel bei 26, knapp 79, 80. Und dann hier das Zwischentief aus dem Trendverlauf, dem letzten, bei 26,40. Das sind Drehpunkte, sogenannte Pivot-Level. Im Rahmen des Aufwärtstrends und die kann man gut und gerne dazu nutzen, um so Abfischlevel auch in den Markt zu nehmen, wenn er doch mal ein Stück zurückkommen sollte durch die großen Volatilitäten, ist das ja natürlich auch da. Luft ist sozusagen auch da. Ähm, alles, was unter diese 2640 läuft, bricht erstmal den Bewegungstrend. Da sieht man dann, dass tatsächlich Korrekturbedarf da ist. Da kann man es dann ablesen. Und dann haben wir unten drunter noch Level, wie schon gesagt, der nächste größere Auffangbereich, den wir auch in den größeren Zeiteinheiten sehen, wäre hier mal die... Die Marke von 24 Dollar. Das Ganze unten raus. Ansonsten die Rakete fliegt und fliegt und fliegt. Wir schauen, wo sie enden wird. Charttechnisch haben wir auf alle Fälle Luft nach oben. So, das hätten wir auch besprochen und dann kümmern wir uns noch um die zwei Wunschmärkte. Wie ich schon gesagt, zwei habe ich geschickt bekommen. Das war einmal Australdollar, Schweizer Franken und das andere ist der Dow. Nein, austral japanische Yen, so rum war es gewesen. Und dann noch der Dow. Das geht schon. Ich finde das immer wieder klasse, wie super ihr mich hier unterstützt bei der ganzen Arbeit. Danke dafür und wir schauen zuerst auf Australdollar, dollar japanische hier haben wir weiterhin die Situation ähm, unverändert. Heißt also an dieser Stelle, äh, den Dreiecksverlauf hier oben, ansteigendes Dreieck, ist weiterhin da. Wir blicken mal kurz in den Tageschart rein. Ich hatte das ja in der letzten Analyse auch schon gesagt, was wir hier haben und dass ich persönlich äh, hier so eine Art Kontraktionsmuster drunter sehe ähm, und möglicherweise noch eine dritte Kontraktion folgen wird. Das kenne ich ein bisschen auch aus dem Aktienbereich. Das passiert manchmal auch ähm, im, im, im Währungsbereich. Ähm, diese Kontraktionsmuster, da steckt auch eine gewisse Logik dahinter. Auch das ist ein Bestandteil vom Seminar im September, dass man diese Logiken auch versteht. Äh, versteht. Ähm, und hier schaut es halt so aus. Wir haben das Dreieck da, aber es ist noch nicht ganz fertig. Ne? Wir sehen es halt. Die Schwankungsbreiten sind noch zu groß. Das Level um die 74, 80 hat eine Rolle gespielt, ist momentan auch ein schöner äh, Bodenbereich. Und hier schleicht der Markt so langsam Stück für Stück nach oben. Das ist auch genau das, was wir hier in den vier Stunden sehen. Der Markt, der schlängelt sich hier so langsam. Hier schaut mal der kleinere Zeitrahmen, der zeigt es auch immer an, die Aufwärtsbewegung, dann die korrektiven Abwärtsbewegung. Aber in Summe haben wir hier den Markt nach oben laufen. Hier es steigt an Hochs, es steigt an Tiefs, noch ist es nicht da. Und was mich jetzt wirklich nicht wundern würde, ist, wenn wir etwas bekommen, ich zeichne das mal ganz kurz ein, äh, in den Chart mal gucken, ob ich das Zeichentuch hier auch so habe, frei beweglich, ähm, wenn wir hier sozusagen noch etwas wie sowas hier bekommen würden, noch eine letzte Kontraktion und dann den Rutsch nach oben sehen. Das würde mich nicht wundern, ähm, da muss man drauf sehen, aber nichtsdestotrotz, egal wie sich das Bild hier unten verzeichnet, solange wie wir in diesem aufsteigenden Trendkanal bleiben, haben wir die Chance nach oben auszubrechen und der Ausbruch zur Oberseite, der initiiert dann das Long Signal und das Long Signal bringt uns dann in das Fahrwasser, dass wir hier diesen größeren Abwärtstrend rausnehmen und wir die Chancen haben oben raufzulaufen, hier den Verkaufsbereich bei 7745 erstmal anzustören und dann nach oben zu gehen über die Marke von 80 japanischen Yen. Also hier ist in, aus meiner Sicht alles noch By. Der Markt ist weiter in die richtige Richtung nach oben, fliegt da oben drüber, kommt zur Trendfortsetzung, kommt es auch dem Ausbruch aus dem Dreieck nahe und damit wäre das Long-Signal auf alle Fälle mit getriggert. Das dazu und dann schauen wir jetzt mal noch in den Dow. Den haben wir auch als Anfrage bekommen. Hier den Dow Jones. Da ist er noch nicht. 3 zu 1, zack, jetzt haben wir ihn. Hm. schönes Level. Wir haben es gesehen. Ich hatte es in der letzten Besprechung eingezeichnet hier im Dow. Ähm, die Marke hier oben, dieses Level, oben, um die 27.100 und ein paar 80 war der Widerstandsbereich. Hier drüben schaut euch das mal an. Ich ziehe es mal ganz kurz rüber. Das hier war der Verkaufsbereich hier in diesem Punkt. Da ist der Markt komplett nach unten abgedreht. Da stehen wir jetzt drüber. Das heißt, den haben wir tatsächlich zurückerobert. Die ganzen Schutzszenarien, die wir hier besprochen haben, sind erstmal komplett rausgewischt. Der Trend läuft weiter nach oben. Hier schaut es euch an. Wir sind einfach schön aus dem unteren Level um die 26.000, hier den Kaufbereich, auch den hatten wir ja besprochen, nach oben rausgelaufen. Jetzt kommt es zur Fortsetzung. Wir sind über den Widerstandsbereich dort weggegangen. Das heißt, nächstes Kursziel oben raus, mal ganz klar. Allzeithoch im Dau bei 27.632 Zählern, die wir hier drin haben, stehen da. Das heißt, wenn der Markt weiter wirklich so bullisch läuft, haben wir hier gute Chancen, nach oben reinzulaufen, das Ganze abzusatteln oben am Allzeithoch. Wir sehen es ja auch bei den anderen. Schaut es euch mal an, der S&P 500 läuft hier oben aufs Allzeithoch raus, hat auch dieses wichtige alte Verkaufslevel rausgenommen. Ja gut, und beim US Tech, also beim NASDAQ, da brauchen wir nicht drüber reden. Das Ding ist eh der krasse Megabulle. Äh, und er hat sich überhaupt nicht abschütteln lassen. Er hat den Bereich hier unten um die 10.300 Punkte getestet. Für gut befunden. Da sind die Käufer wieder in den Markt geschwungen und schon ging es nach unten. Und das ist halt das Bild. Die Grundrichtung momentan an den US-Märkten ist stark aufwärts gerichtet. Das sehen wir auch hier. Kurse über dem heutigen Tageshoch sollten dazu führen, dass wir auch wieder schön ansteigen. Und wir sehen es hier Montag, Dienstag, Mittwoch äh, sind steigende Tage gewesen. Das wäre jetzt der vierte Tag steigend in Folge in dieser Handelswoche. Und wenn man mal den Freitag noch mit reinnimmt, das war ja auch ein, ein, ein Tag, wo der Intraday, die Rallye einfach angefangen hat. Das ist eine richtige Serie nach oben. Klar, die kann irgendwann enden, das muss man sehen. Und wenn man sich das Ganze mal im Stundenchart anschauen möchte, dann sieht man auch, dass die Schwünge flacher werden. Ja? Also wenn man sich den Markt mal von vorher anschaut, kurzen Augenblick, ich raff das mal zusammen. Da hatten wir schon tiefere Schwünge und jetzt sehen wir aber die Schwünge, die werden hier immer flacher, es gibt kaum noch Korrekturen und das führt natürlich dazu, ich mache mal kurz den Lower Timeframe an hier an dieser Stelle, ähm, das hier, da sieht man es ja sehr, sehr schön, das ist mal der letzte Schub nach oben, ja, wie flach und eng das wird und da hat man natürlich die Gefahr, dass man tatsächlich nach unten rausgeht, ja, ganz klar, wenn es zur Trendfortsetzung kommt. Hat der Markt die Chance, oben weiter Richtung Allzeit hoch zu laufen? Aber wir haben halt hier auch relativ nah die Situation, dass man an die los auch rankommt. Und wenn wir uns das mal kurz noch anschauen wollen, hier an dieser Stelle, da ist halt der Marker der wichtige, den wir hier brauchen. Schaut mal, hier unten haben wir das letzte Trend tief. Ja, das wäre also das Tief des Aufwärtstrends, das letzte. Und wenn wir jetzt direkt dort runterbrechen würden, dann wäre dieser Bewegungstrend gebrochen und das sieht dann erstmal ein bisschen Korrektur zur Unterseite her. Wie schon gesagt, so weit ist es nicht, ja, und diese Lesweise zeigt uns halt, wann so ein Bewegungstrend zu Ende ist, nur momentan sehen wir da noch keine Anzeichen für, aber das einfach nach oben vorziehen, ja? also wenn sich dieser Trend jetzt nach oben fortsetzen würde, dann wäre halt das hier das Stop-Level und wenn wir das dann weiter so sehen, immer wie jetzt auch, dann wäre dann als nächstes das das Stop-Level, also das kann man schön nach oben ziehen. Das ist das sogenannte Trailing. Und dann ist man in den Positionen schön eng abgesichert fürs kurzfristige Trading. Weiß aber auch, wann der Markt rumdreht und kann sich dann möglicherweise auf die Shortseite setzen. Also, da gibt es interessante Ansätze, die man hier aus der Lesweise auch der Marktgeschehnisse mit rausziehen kann. Und das sind die wichtigen Faktoren hier. Mit Blick in den Dow und für den einen oder anderen wird es vielleicht auch noch interessant, was der Dax macht. Auch der Dax äh, hat uns ja in den letzten Tagen den Gefallen äh, getan, auch nach oben anzusteigen. Er ist etwas anders unterwegs als die US-Indizes hier an dieser Stelle. Also nicht ganz so dynamisch. Wir haben es ja gerade an den US-Marken gesehen. Die ganze Woche war steigend. Der Dax hat hier Montag gestiegen. Dienstag nichts gemacht, Mittwoch nichts gemacht und heute mal gucken, was er macht. Also eher Seitwärtsphase. Ähm, muss man schauen, hier die Abwärtsdynamik ist ja auch weiterhin da. Also ein etwas gemischteres Bild. der DAX, der kann sich aktuell nicht so richtig entscheiden, wo er hin will. Wir machen morgen auch eine große Analyse vom DAX. Und übrigens als Wunschfrage äh, wurde ich gestern auch gefragt, Mike, wo siehst du denn Euro-US-Dollar hinlaufen? Wir machen morgen nach der großen Analyse hier ein Euro-US-Dollar-Spezial. Weil ich denke, das wird auch viele interessieren, was hier los ist. Wir sehen es ja, den Euro-US-Dollar, der geht jetzt immer mal an die 119 ran. Wir schauen uns das Ganze morgen, das ist der letzte Tag auch vor meinem Urlaub, mal ganz in Ruhe an. Der DAX, wie schon gesagt, hat jetzt hier als Richtungsgabe diese Außenkerze vom Mittwoch. Oben und unten sind die entscheidenden Bereiche. Fliegen wir tatsächlich oben rüber? Haben wir Chancen hier Richtung 12.9 zu laufen? Brechen wir unten drunter weg? Ja, dann ist der Weg erstmal unten Richtung 12.5, äh, 12.4 in diesem Treiber. Bereich, ohne weiteres auch erreichbar warten wir ab momentan sieht es positiv aus jetzt haben wir gerade eben die markte öffnen da gucken wir uns mal die action an da sehen wir volle pulle von der kaufseite hier das wird sehr sehr interessant genommen und schön ist halt auch zu sehen wo wir hinlaufen schaut euch mal hier über dieses kleine hoch hier drüber da kommt direkt der kaufdruck rein hat alles rausgenommen und das ist halt das Schöne, was wir hier sehen. Ne? Der Kaufmarkt ist da und wir sehen es halt hier. Dieses Level wurde jetzt rausgenommen und der nächste Anlaufpunkt, wir sehen es auch hier zur Oberseite. Wir haben technisch Luft halt bis 12.680 mal locker und das Ganze kann man durchaus kurzfristig auch erwarten. Also sehr, sehr interessant, was wir hier sehen. Gucken wir nochmal rein. Also wir sehen schon auch ordentliche Schwankungen, wie ich schon gesagt, das ist ein Minutenchart. Der Markt findet sich jetzt, aber die Richtung, wie ich schon gesagt, ich hatte es erwähnt. Die Stunde gibt eine Lücke vor. Hier oben sehen wir das ganz, ganz schön. Und wenn wir hier über die 12.690 drüber gehen, ist die Abwärtsdynamik raus und dann haben wir gut die Chancen, wieder in das oben ranzulaufen, was wir gehabt haben und den Verkaufsbereich um die 12.750 aus dem Markt zu nehmen. Die letzten Versuche sind ja immer fehlgeschlagen. Da ging der Markt nach unten. Das zum DAX. Weitere Fragen habe ich jetzt hier nicht. Ähm, ich hoffe, dass Facebook mit der Kommentarfunktion irgendwann wieder zurechtkommt. Dann kann ich auch das sehen. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Allen erfolgreiches Trading. Empfehlen Sie uns weiter auch die morgendlichen Sendungen. Die sind interessant. Die Zuschauerzahl wächst auch gerne. Wirklich weiterempfehlen. Und ja, bis morgen, 8.30 Uhr. Live im Blick in die Märkte. Blog-Eintrag. Gibt's vor. Bis dahin. Tschüss und danke.